Objektive haben den Nachteil, dass sie mit der Zeit in irgendeiner Art und Weise verschmutzen. Man kann natürlich hergehen, kann immer den Deckel drauf behalten und sie immer irgendwie luftdicht einfrieren oder sowas in die Richtung. Das braucht man alles nicht. Es wird Schmutz draufkommen, das kann man gar nicht vermeiden. Ich werde euch heute zeigen, wie man verschiedene Arten von dem Objektiv runterbekommt und ja, die Beeinträchtigung der Bildqualität in der Hinsicht rauskriegt. Denn natürlich ist es so, dass Schmutz auf dem Objektiv dafür sorgt, dass die eigene Bildqualität leidet. Man kann sich es in etwa vorstellen, wie wenn man irgendwie durch irgendwas durchfotografiert. Das ist in dem Fall gleiches Thema. Ich habe jetzt hier ein Objektiv, das eine extreme Verschmutzung hat. Grund dafür war Seifenblasen. Das ist irgendwie so aus meiner Sicht das Schlimmste, was man im Objektiv antun kann. Und ich habe es auf fast jeder Hochzeit oder auf irgendwelchen Junggesellenabschieden oder auf irgendwelchen Shootings. Die Leute finden es toll, hey, wir machen Fotos mit Seifenblasen. Und ja, ich fotografiere das natürlich mittendrin und es lässt sich nicht vermeiden, dass das Objektiv in dem Moment was abbekommt. Das ist in dem Moment Berufsrisiko, doch man kann es reinigen. Es ist gar kein wildes Problem. Wie das funktioniert, zeige ich euch heute. Und dafür braucht ihr so ein, zwei Sachen. Wir fangen erst einmal an mit dem Klassiker, und zwar einem Blasebalg. So ein Blasebalg, das ist eigentlich was, was jeder für die Objektivreinigung empfiehlt, auch für heiße Tage geeignet. Was ich nicht damit machen würde, ist direkt in die Kamera reinpusten. Denn es kann dafür sorgen, dass der Staub, der sich vielleicht nur oberflächlich angesetzt hat, einmal quer durch alles durchgepustet wird und man jetzt zum Schluss innen auf dem Okular liegen oder sowas in die Richtung. Und ja, das will man, glaube ich, nicht. Ich habe eine Kamera, bei der ist es so, mit der kann man fotografieren, aber man kriegt das nie wieder raus, außer man schickt sie vielleicht irgendwann zum Service. Gut, wie funktioniert das Ganze? Ihr geht her, ich mache das immer so, dass ich die nehme wie so ein Kuli oder wie eine Zigarette oder sowas in die Richtung, dass ich nicht aufs Objektiv draufkommen kann. Denn einige gehen her und reinigen das irgendwie so. Und wenn ich einmal mit voller Wucht mit meinem mit diesem Plastikding hier auf meine Linse draufschlage, ist das nicht ganz so optimal. Deswegen dafür sorgen, dass man irgendeine Art und Weise einen Abstand mit reinbekommt und dann einfach den gröbsten Schmutz erst einmal entfernen. Das ist am Anfang mal das Wichtigste, weil wenn wir hergehen und, ich weiß nicht, jetzt irgendwie was auftragen und ihr anfangen zu polieren oder sonst irgendwas, polieren wir uns ihr irgendwelche Staubkörner mit rein. Es könnte für Kratzer sorgen, deswegen schadet nichts, da einmal drüber zu gehen und dafür zu sorgen, dass zumindest mal der grobe Schmutz runter ist. Als nächstes habe ich mir hier so einen Objektivreiniger besorgt. Der ist speziell für Objektive und für Bildschirme. Ich würde nicht einfach irgendeinen Reiniger nehmen, denn es gibt auf den Objektiven nochmal eine spezielle Schutzschicht obendrauf, die dafür sorgt, dass nicht so schnell Kratzer entstehen, beziehungsweise dass auch Staub nicht so einfach hängen bleibt. Und wenn wir einen alkoholbasierten Reiniger nehmen, kann es sein, dass diese Schutzschicht zerstört wird und dass das eben nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, einfach so einen gescheiten Reiniger kaufen, die kosten nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt einen relativ günstigen, der in so einem Reinigungsset mit drin war, der funktioniert. Wer jetzt sagen will, er will auf 100% Nummer sicher gehen, der nimmt einfach den von B+W. Ich habe alles unter dem Video verlinkt. Einfach mal vorbeischauen. Ich habe das verlinkt, was ich verwendet habe. Ich habe das verlinkt, was, ich weiß nicht, Enthusiasten kaufen würden, wenn sie unbedingt Wert drauf legen möchten. Ja, aber schon mal ein guter Anfang. Jetzt gibt es zwei Wege, wie wir das Objektiv reinigen können. Ihr seht schon, diese Objektivoberfläche, die sieht aus wie ein Regenbogen, was halt daran liegt, dass ich mitten in Seifenblasen fotografiert habe und das einfach so ein Geschmiere auf meine Linse gegeben hat. Nicht ganz so optimal, deswegen das werden wir jetzt runterholen. Und hierfür können wir entweder so ein Mikrofasertuch nehmen, was man quasi überall ja, herbekommt. Man kann jetzt irgend so eins speziell zum Reinigen von Objektiven holen. Man kann auch so ein dickeres nehmen, die mag ich eigentlich ganz gerne. Oder man nimmt halt einfach so ein dünnes. Ist in dem Moment egal, man sollte halt nur nicht irgendwie Tempo nehmen, weil die sind so faserig und die Fasern bleiben dann ebenfalls auf dem Objektiv hängen, also Mikrofasertuch. Oder, wenn man das nicht hat, reicht es auch hier einfach Wattestäbchen zu nehmen. Wattestäbchen finde ich auch ein klein bisschen praktischer, weil es deutlich präziser ist, damit zu arbeiten, aber ich werde euch gleich mal zeigen, wo genau die Unterschiede liegen und was auf dem Objektiv besser funktioniert. Jetzt gehen wir her und tragen den Reiniger auf das Tuch auf oder auf das Wattestäbchen, auf gar keinen Fall direkt aufs Objektiv. Jetzt gehen wir her und tragen den Reiniger auf unser Wattestäbchen oder auf eben das Tuch auf. Auf gar keinen Fall aufs Objektiv direkt. Ich habe da schon Videos gesehen, wo Leute das volle Kanne aufs Objektiv gesprüht haben, das noch halber runtergelaufen und halb ins Objektiv reingelaufen ist. Macht das bitte nicht. Sprüht es einfach auf das Tuch drauf und dann könnt ihr anfangen, das Ganze zu polieren. Hier muss man wirklich hergehen, erstmal anfangen, das grob zu verteilen. Dann kann man mit einer trockenen Seite anfangen, das einzupolieren, so lange, bis eben keine Schlieren mehr sichtbar sind. Es kann sein, dass man hier ein klein bisschen länger braucht, aber das Tolle an den Reinigern ist, selbst wenn da noch irgendwas übrig bleiben sollte, das verdunstet relativ schnell und ja, das Objektiv sieht
sehr schnell wieder anständig aus. Für die Leute, die das jetzt mal schnell unterwegs machen müssen, weil gut, in meinem Fall hat das eben funktioniert, ich habe damit einfach weiter fotografieren können und das hat jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass die Bilder grauenhaft ausgesehen haben oder sowas, aber vielleicht hat man manchmal irgendwas auf der Linse drauf und muss es in dem Moment einfach runterbekommen. Ich habe selber schon oft genug irgendwie eine Ecke vom T-Shirt benutzt oder sowas in die Richtung. Die professionelle Meinung sollte, glaube ich, sein, lass das lieber. Denn es gibt einen besseren Weg. Der bessere Weg heißt, dass man klar das Blasebalg nimmt. Das Blasebalg funktioniert quasi überall. Man muss nur aufpassen, ich würde es vielleicht nicht am Strand benutzen, weil es dadurch sein kann, dass der Sand auch noch hier reinkommt oder in einer sehr staubigen Umgebung. Es kann sein, dass hier Sand reinkommt und dann schieße ich mir den Sand wunderschön auf mein Objektiv drauf. Kleines bisschen aufpassen. Was auch eine schöne Alternative ist, ist so ein Lens Pen. Hier sollte man aufpassen, ich bin kein Fan von diesen Pinseln, weil diese Pinsel gerne mal dazu neigen, irgendwelche Haare zu verlieren. Auch Professionelle neigen mal dazu, irgendwelche Haare zu verlieren. Und ja, das kann dadurch vorkommen, dass du dir irgendwie Haare aufs Objektiv machst. Kann man mit dem Blasebalg wieder runterbekommen, aber ich mag das irgendwie nicht. Ist nicht mein Ding. Also vielleicht sagt der ein oder andere, oh, so ein Pinsel, das ist mega cool. Was ich viel cooler finde, ist die genau andere Seite. Die genau andere Seite ist im Endeffekt eine Kombination aus Wattestäbchen und diesem Flüssigreiniger, mit dem Unterschied, dass man keinen Flüssigreiniger braucht. Wenn ich hier die Schutzkappe abmache, habe ich hier so einen kleinen Objektivreinigerstift. Wie wenden wir das jetzt an? Das ist relativ easy. Wir können es direkt auf unser Objektiv draufsetzen und in kreisenden Bewegungen hier ebenfalls polieren. Warum das funktioniert, ist relativ einfach, weil hier drauf, auf diesem kleinen Pinsel, ist Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist dafür bekannt, ich sage mal, organisches Material, wie beispielsweise irgendwie Schweiß, Hautzellen oder sowas in die Richtung, zu absorbieren. Also ein Fingerabdruck beispielsweise könnte man so relativ einfach wegmachen oder auch andere Materialien. Das Ganze wandert in den Pinsel und den Pinsel, den kriegen wir wieder sauber, indem wir einfach die Kappe auf den Stift wieder drauflegen und hier anfangen, so ein bisschen zu drehen. In dieser Kappe hier oben ist nämlich nochmal so ein Pad drin, das diesen Pinsel wieder mit Kohlenstoff versorgt und dementsprechend wieder auflädt und es funktioniert eigentlich wieder. Ist egal, warum es geht, Hauptsache es funktioniert. Für den mobilen Einsatz finde ich diese Stifte richtig genial, am besten in Kombination mit so einem Blasebalg. Wunderschön, das kann man eigentlich überall mitnehmen, wenn man kein Mikrofasertuch und Lens-Cleaning-Set und was auch immer und irgendwelche Sprühflaschen und alles Mögliche mitnehmen möchte. Richtig. Du weißt jetzt, wie man sein Objektiv reinigt. Ich habe dir einige Tipps zu dem Thema gegeben. Ich habe dir gezeigt, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und wenn du jetzt mehr zum Thema Fotografie lernen möchtest, nicht nur, wie man seine Kamera reinigt, sondern wie man sie auch verwendet. Es ist ein neuer Kurs von mir rausgekommen, und zwar der Fotografie 1x1 Basic-Kurs. Der wurde komplett erneuert. Komplett neue Videos, komplett neue Inhalte und du findest alles hinter diesem Link. Schau vorbei, dieser Kurs ist komplett kostenlos und ist für dich der perfekte Einstieg in die Fotografie. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns im nächsten Video.